Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Pixel Gun 3D. Ich habe es gerade schon heruntergeladen. Ich wollte schon zwei, dreimal starten. Jedes Mal war Server in Wartungsarbeit. Dann schauen wir mal, ob es jetzt läuft. Zulassen. Oh, jetzt sieht es gut aus. Da bin ich mal gespannt. Ich höre keine Musik. Warum? Warum ist keine Musik da? Bist du Musikerin? Nein, das Spiel, meinte ich. Da ist Musik. So, dann schauen wir mal. Ich kenne das Spiel nicht. Ich weiß nicht, was uns da erwartet. Ich denke, das ist so ein Ego-Shooter, weil das heißt ja Pixel Gun 3D. Oh ja? Und ja. Heute ist unsere dreijährige Hochzeit. Download, download. Folgendes Problem habe ich jetzt auch noch, von wegen die Festplatte war zwar nicht voll, aber der Dingens, sag mal schnell. Der Emulator, der die Handyspiele hier darstellt, der hat nur 64 GB und die 64 GB waren voll gewesen. Dadurch musste ich jetzt wieder alle Spiele runterhauen. Also es könnte sein, dass ab morgen wieder die gleichen Spiele kommen, die ich schon tausendmal gespielt habe. Gefühlte tausendmal. Jetzt bin ich aber erstmal gespannt, wie das Spiel wird. Ach. Immer noch. Server wird gerade gewartet. Das kann doch nicht sein. Offline geht auch nicht. Dann wieder weg. Das erste Mal habe ich heute Morgen um 7 Uhr ausprobiert. Warte mal, jetzt ist es gleich 12 Uhr. Wie lange dauert die Serverwartung? Ich werde das Spiel mal kurz schließen. Ihr seid jetzt live dabei. So sieht jetzt halt meine ganzen Spiele aus. Ist nicht viel. Wie gesagt, ich muss heute alles runterhauen, weil das Spiel zu groß war. Hat nicht mehr raufgepasst. Und dann stand da, ich soll ein paar Spiele löschen. Da habe ich jetzt ein paar Spiele gelöscht, nicht alle. Aber die meisten, es ging ja bis hier unten hin. Dann schauen wir mal. GB sind jetzt immer noch frei. Das ist halt das Spiel Pixel Gun 3D FPS Shooter and Battle Royale. Pixel Gun 3D. Enthält Werbung. Neue Funktion.
Ja, ich bin mal gespannt, wie das wird. Das sieht so Minecraft-mäßig aus. Hier kann man Sachen kaufen für 1,09 € bis 1,30 €. Es hat 50 Millionen Mal runtergeladen. Also spielen anscheinend sehr viele Leute. Hat eine Empfehlung ab 12 Jahre. Aber wie lange dauert die Serverwartung? Oh, nee, nee, nee. Was schreiben die Leute hier so Schönes rein? Sehr gutes Spiel. Ich spiele es zurzeit 8 Monate und habe sehr starke Waffen. Nicht so wie andere Spiele, wo man gefühlt 100 Jahre spielt und immer noch keine guten Waffen hat. Aber die Sachen finde ich doof. Nämlich das neue Update, das mag ich gar nicht. Der neue Battle Pass, wo es um Bugs geht, ist ja gut, ist ja okay. Aber jetzt ist das so kompliziert, wenn man irgendwas spielen möchte, da man es damals war es einfacher. Jo, das ist aber immer so, wenn mehr Leute kommt, macht man es immer ein bisschen mehr komplexer. Ja, das war es am 31.07.2020, also vor 12 Tagen. Spiel vorgeschlagen, darum geht es ja jetzt nicht. Die Bewertung ist 4,2 von 5 Millionen Leuten. Das ist schon mal eine sehr gute Bewertung. Was sagen wir mal, eine gute Bewertung. Sehr gute wäre ja 5 Sterne. Dann schauen wir uns mal halt an, was da so kommt. Okay, kurzes Video, ein sehr kurzes Video. Schauen wir uns die Bilder mal an. Das sieht ja so ein bisschen aus wie Fortnite, heißt das Spiel, glaube ich. Ich habe es noch nicht gespielt. Aber das spielen ja sehr viele Leute als Fortnite. Also es sieht ganz danach aus, dass das ein Fortnite-Spiel ist in Minecraft-Stil. Sieht total gleich aus wie Minecraft, würde ich sagen. Die Leute. Okay, die Tiere sehen ein bisschen anders aus. Die bewegen sich auch anscheinend ein bisschen anders, wie bei Minecraft. Im Großen und Ganzen ist das Fortnite im Minecraft-Stil. Gut.
Dann werde ich das mal wieder schließen. Ich schaue jetzt noch einmal nach, dass was wird. Achso, die Uhr geht doch falsch, dass es nicht 11.47 Uhr ist, sondern 12.02 Uhr gerade. Immer noch. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich muss jetzt ein bisschen warten, bis die 10 Minuten vorbei sind. Danach, ja, danach will ich dann halt mein Ticket abholen. Weil ich bin ja in dem Spiel drinne. Das zählt ja jetzt alles mit für die Ticketjagd. Die wird zwar sehr langweilig, aber was soll's. Irgendwie muss ja das Ticket kriegen. Minecraft habe ich ja auch damals schon gespielt. Was ich da immer gemocht habe, war das selber bauen von Gebäuden. Habe ja meistens auch immer alleine gespielt. Mir eine eigene Welt erschaffen, sage ich jetzt mal. Und dann da ein bisschen rumgedaddelt. Weil ich bin ja nicht so der PvP-Spieler, wo ich dann die ganzen Leute da abknallen tue. Hab das auch eine Zeit lang gemacht. Auch nur 2-3 Monate vielleicht. Dann hatte ich auch keine Lust mehr darauf. Nicht, weil ich so schlecht bin, weil mir das nicht so liegt. Was ich halt immer gern mag, ist aufbauen. Ja, aufbauen. Deswegen mag ich auch immer so gerne Aufbauspiele. Zwar ist bei den meisten Aufbauspielen immer noch so ein PvP-Modus dabei, wo man dann andere Leute bekämpfen muss. Aber ja, da ist es ja dann eigentlich nebensächlich. Allerdings, was für Spiele ich immer so langweilig finde, war wie, wie hieß das, Magi, Dragon Magi, wo du die drei Eier zusammenfügen musst, damit du ein, ach, schon fertig, wo du dann weiterkommst, das finde ich immer ein bisschen langweilig. Gut, wir haben unser Ticket erreicht, das waren jetzt 13 Minuten. Spiel mal schließen und mir mein Ticket abholen. Dann sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.